nämlich. Und das war nämlich die Kaltfront von Tief Norbert, die du da erlebt hast, die Auswirkungen. Falls es dich tröstet, jetzt kommt Hoch-Jana und damit allmählich auch die Wärme in den Osten zurück. Noch etwas weiter. Hoch-Jana ist jetzt angekommen. Gestern lag es hier noch über der britischen Inseln und die Kaltfront von Tief Norbert, die ist über uns hinweggezogen und deswegen war es eben im Nordosten Deutschlands so besonders kalt. Für uns interessant wird in dieser Woche aber auch dieses Tief hier bei Island, das ist das Tief Otto. Das wird vor allen Dingen im Westen Deutschlands kräftige Regenschauer, auch Gewitter bringen und nochmal einen richtigen Temperatursturz. Dass Tief Otto langsam ankommt, merken wir aber schon in der Nacht mit dichteren Wolken. Zumindest mal hier im Südwesten. Dort bleibt es deswegen auch vergleichsweise mild mit Tiefsttemperaturen zwischen 7 und 5 Grad. Sonst aber wird es sehr kalt. Die Sterne funkeln und bei Temperaturen zwischen plus 3 und minus 2 Grad droht da verbreitet Bodenfrost. Und morgen gibt es für einige noch mal richtig schönes Wetter. Hier im Osten nämlich. Von der Ostseeküste bis zum Erzgebirge strahlt noch mal die Sonne. Am Nachmittag allerdings werden dann diese dichteren Wolken von Westen schon die ersten zum Teil kräftigen Regenschauer und Gewitter bringen. Dass der Wind aus südwestlichen Richtungen kommt, bedeutet nochmal, dass es hier im Süden besonders mild wird mit 18 bis 21 Grad. Im Nordosten bleibt es kühler bei 11 bis 13 Grad. Und in den nächsten Tagen werden die Schauer weiter nach Osten kommen, aber den äußersten Osten nicht so wirklich erreichen. Dort bleibt es nach wie vor mild. Aber Donnerstag und Freitag, schauen Sie mal, da fällt Schnee im Schwarzwald. Und zwar bis auf 400 Meter runter. Schnee im Schwarzwald. Ja, aber da bist du ja nicht, nicht? Da bin ich ja nicht. Ja, wir sind ja hier und hier ist es ja schön mild und nach